Die meisten Leute denken immer, dass man nur erfolgreich ist, wenn man Millionen von Fans hat. Wir finden, wir sind erfolgreich, wenn wir uns erlauben können, unseren Traum zu leben. Und das tun wir jeden Tag. Der Sieg in so einer Castingshow wie Popstars ist immer nur ein Sprungbrett. Der harte Part kommt tatsächlich erst nach dem ganzen Hype. In so einer Show wird alles für dich geregelt. Als Künstler muss man sich um nichts kümmern, soll man auch nicht. Man wird zur Unselbstständigkeit erzogen, damit andere die Fäden ziehen und das Geld kassieren können. Und um ehrlich zu sein, oft sogar zu Recht, weil die meisten Künstler würden sich eh keine Gedanken über ihr Business machen. Aber wir arbeiten hart für unseren Erfolg. Wir machen alle selbst, ohne Management und ohne Plattenfirma. Die Arbeit steht für uns immer an erster Stelle. Girl, I don't know what you have in your mind. All I know is that I feel drunk when you're around. Even though I've got no drink in my hand. Somehow I taste Bacardi in my mouth. My vision gets blurry and the light gets more intense. Just like the way you touch me as we dance. I don't even know how I got there, babe. All I know is it's you in every sense. Alles selbst zu managen erfordert unglaublich viel Übersicht über das Musikgeschäft. Wissen, das wir nach dem Sieg von Popstars noch gar nicht gehabt haben. Als Künstler ist man ja immer im Konflikt zwischen der Kunst und dem Geschäft. Der Künstler will immer genau das Gegenteil von dem, was der Geschäftsmensch will. Und in die Rolle des Geschäftsmannes musste ich wirklich erst hineinwachsen. Viel von dem Wissen, das man benötigt, um in diesem Geschäft Bestand zu haben, habe ich mir durch einen Abschluss in BWL und Marketing nach dem Sieg von Popstars angeeignet. Wieder mit Plattenfirmen und Managements zu arbeiten, wäre trotz Angeboten einfach für uns nicht in Frage gekommen. I'll be there to feel every end. Feels like falling, baby, keep falling. I can't wait to catch you with my hand. And I can keep your secret. I'll be one of your secret girls. Let's create some secrets. Let's create our secret world. SOS, you need me around. You need me around, I'll be coming round.
Das Musikmachen ist und bleibt neben dem ganzen Business-Kram immer noch unsere Lieblingsaufgabe. Es gibt nichts Besseres, als im Studio etwas zu erschaffen und das dann auf der Bühne mit einer guten Band und dem Publikum zu teilen. Im Studio produzieren wir so gut wie alles selbst. Wir haben ein eigenes Studio gebaut, in dem wir unsere Tracks produzieren können und spielen so gut wie alles selbst ein. Alles, was ihr auf dem Album hört, sind zu 100% wir. Keine vorgegebenen Songs oder Texte. Jedes Wort, das ihr hört, haben wir selbst geschrieben. Wir wollen, dass unsere Fans wissen, wer wir sind. Auch emotional. Man soll in den Songs unsere Persönlichkeit hören. Weil diese Authentizität heutzutage wichtiger ist als jemals zuvor. Und das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum diese ganzen alten Casting-Formate heutzutage nicht mehr funktionieren. Ich glaube, die Leute haben einfach verstanden, dass man Künstler nicht am Reißbrett erzeugen kann. Und um ehrlich zu sein, sind Tjalda und ich auch schreckliche Teamplayer. Wenn es um unser Ding geht, wollen wir unser Ding auch mit allen Mitteln durchziehen. Es gibt ein paar Prozesse, die wir gerne anderen überlassen. Aus dem Grund sind wir nach L.A. geflogen und haben unser Album bei Matthew Trump gemischt. Er hat schon für größere Künstler wie Kelly Clarkson gearbeitet und uns dabei geholfen, dem Album diesen typischen L.A.-Sound zu verleihen. Ich glaube nicht, dass wir das in Deutschland in der Form hinbekommen hätten. Claws on the floor and she makes a drink that I think is way, way too strong. But I don't care now, she got no one to wear now. That kind of booty, I think this night's gonna be long. In her eyes I can see it the same. She tells me right before we begin. Can't stay, gotta go to work. Gotta leave even if I love the way you twerk. 12 hours and I'm still standing tall. Can stay the whole summer but now begins the fall. We got a life, this is the end of the night. But tomorrow, baby, it's gonna be a new night. Hope that you're still tight. We'll turn down the lights. I'm the toy that you like from your life. I don't wanna let you go. Okay. Yeah. So was machst du da? What happens here? Hi. Wir mischen gerade unseren Sleepless in Vegas Song. Wir haben da noch so ein paar Probleme mit den Frequenzen. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das in die Griff bekommen. I think it's somewhere here. Start earlier. Oh, okay. Wait, that one. I think it was a mistake that I made when I exported the. Oh, okay. I thought it was kind of on purpose because it's like. Almost. So, er versucht jetzt meine Stimme richtig reinzuschneiden. Ja. Huh? Yeah. Yeah, now it fits. Let me be your girl. I will give you what you need.
Hollywood. Wir sind ziemlich nah dran. Wir könnten noch weitergehen, aber wir haben keine Lust mehr. Wir sind eigentlich näher dran. Für euch sieht es weiter aus. Es sieht wirklich weiter aus für euch, genau. als es wirklich ist. Das Album ist fertig. Also es ist fertig aufgenommen, es ist fertig produziert. Die Songs, wir haben sie schon tausendmal gehört, werden jetzt gemischt. Hier in L.A.? Genau, hier in L.A. Und sind, ich glaube, in spätestens 10 Tagen müssen wir komplett fertig sein. Und wir haben so lange dran gearbeitet. Genau, ihr werdet es bald hören. Ein paar von euch konnten es live schon mal hören im Domizil. Der Rest hoffentlich bald dann auch auf CD, als MP3 oder. Wir werden euch informieren, genau. Bis dann, ciao. My heart is beating. Die Bindung zu unseren Fans ist das Wichtigste. Deswegen haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie wir eine möglichst enge Verbindung zu den Fans aufbauen können. Über Facebook und Co. ist es nämlich schwieriger, als man zuerst erwarten würde. Die Fans können uns zwar liken und anschreiben, wir als Musiker können aber nur reagieren. Wir können unserem Fan niemals eigeninitiativ eine Nachricht schreiben, um zum Beispiel zu fragen, wie er unser Album findet. Wie soll das auch möglich sein? iTunes würde uns nicht mal verraten, wer unser Album gekauft hat. Wir wollen aber wissen, wer unser Fan ist, wer uns supportet. Deswegen verkaufen wir unsere Musik exklusiv im eigenen Online-Store. Girl, I know we both. Durch unseren eigenen Store wissen wir nicht nur, wer unser Fan ist, sondern auch, was er von uns gekauft hat. Wenn wir ein Konzert in seiner Gegend organisieren, können wir fragen, ob er kommen will. Oder fragen, wer das Album findet, das er gerade gedownloadet hat. Wir sehen die Verkäufe und Kundendaten in Echtzeit auf unserem Smartphone. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter
Um die Verbindung zu unseren Fans noch intensiver zu gestalten, haben wir eine eigene App entwickelt, über die unsere Fans direkt mit uns in Verbindung treten können. Die App bekommt jeder Fan gratis in den App Store. Wir möchten das Musikgeschäft gerne zugunsten der Musiker und Fans verändern. Die App ist ein erster Schritt. Der zweite ist, wir geben alle Fans unsere Handynummer und sind per SMS und WhatsApp erreichbar. Direkterer Kontakt geht einfach nicht mehr. Unsere Handynummer ist 016 05 10 3627. Der beste Moment an unserem Job ist eigentlich die Situation, in der wir sehen, dass die Leute vor der Bühne stehen oder unser Album hören und für einen ganz, ganz kurzen Augenblick den Alltag vergessen können. Eine Emotion ausleben können, die wir ihnen mit dem Song transportieren. Genug geredet, am besten gehst du jetzt auf unsere Webseite, hörst dir unser Album an und sag uns, was du von dem Album hältst. Schreib uns eine SMS, eine WhatsApp-Nachricht. Oder schreib uns direkt innerhalb unserer App. Exotic orange shades above my eyes. Getting quick into the club, it's in the light. Got the VIP in bottles, VIP full of models. But there's one thing that I focus on tonight. Got my girls some shots and we already know. Sharing VIP and we're about to go. Party like we're models, but there's one thing that I focus on tonight. Your love is the only thing I need in this club tonight. I wanna do you right. Your love is the only thing I see. Take you home tonight. Wanna take a ride. I'm gonna take you home. I'm gonna take. Getting blurred.